Heute zeige ich euch eine Wohnung, Fix and Flip, in Waiblingen. Kaufen, sanieren, verkaufen war der Plan. Also wie gesagt, war der Plan. Und ob es der Plan bleibt oder nicht, das weiß ich noch nicht aktuell, weil ich habe keine Ahnung, wie der Verkauf läuft. Wir müssen es ausprobieren. Die Zinsen sind hoch, die Finanzierbarkeit der Kunden sind schlechter geworden durch die hohen Zinsen, durch die hohen Lebenshaltungskosten und durch die auch die Annahme der Bank, wie viel ein Mensch braucht zum Leben, hat man immer weniger zur Verfügung zum Wohnung kaufen. Unser Beuteschema sind 1 bis 2 Zimmerwohnungen nach wie vor, weil Plan B, Vermietung, geht immer. Also für eine 1 oder 2 Zimmerwohnung findest du in den Regionen, in denen wir investieren, immer einen Mieter, immer. Auch zu einem sehr guten Preis. Also die Rendite für eine Vermietung wäre auf jeden Fall nicht schlecht gewesen, wenn wir es vermieten müssen. Und jetzt schauen wir einfach mal, was passiert. Ich gehe rein mit euch in die Wohnung, zeige euch mal, was wir gemacht haben. Der Schlüsselkasten ist bereit. Ich zeige euch jetzt hier eine 1,5 Zimmer Wohnung in. Da kommen die Kollegen. Servus. Wir machen kurz Video. Ganz kurz. 2 Minuten, okay? Servus. Gib mir weg. Du bist weg? Feierabend. Ja, ich bin Feierabend. Danke, danke. Okay. Also hier ist jetzt 1,5 Zimmer Wohnung. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Badezimmer. Bisschen kleines. Aber ja, erfüllt seinen Zweck, die Vermietung. Und hier ist ein Zimmerwohnung mit Einbauschrank. Das ist immer ganz cool, einfach drinnen zu lassen, weil die sind früher hochwertiger gebaut worden, als mittlerweile Sachen gemacht werden. Das ist auch so ein bisschen noch ein Raumtrenner, sehe ich gerade. Da ist eigentlich gar keine Wand richtig. Das ist einfach ein komplettes Holzgestell. Und hier ist die wunderschöne Küche. Die ist klein, sehr, sehr klein, aber ich sag's mal so, ich finde es geil, weil du kannst halt hier den abgeschlossenen Raum haben zum Kochen und es riecht halt nicht nach Essen. Im Wohnzimmer ist halt nicht schlecht und vor allem im Wohn- und Schlafbereich, wenn es halt nicht nach Essen riecht, bei einer Zimmerwohnung ist es definitiv ganz geil. Wo Fernwärme auch angedockt wird, sehe ich gerade, zur aktuellen Zeit. Zur aktuellen Zeit ist Fernwärme schon ein geiler Move, denkt man auf den ersten Hörer, denn Fernwärme ist ja unabhängig von Gas- und Ölpreis, denkt man, aber die haben halt die Lieferverträge, die Wärmelieferverträge immer indexiert und das ist halt ein Problem, weil da steht halt teilweise drin, wenn der Ölpreis hochgeht, wenn der Gaspreis hochgeht, dann steigt auch der Fernwärmepreis an, was halt eigentlich komplett nichts miteinander zu tun hat eigentlich, weil die Herstellungskosten der Fernwärme sich ja durch den Ölpreis nicht verändern. Da wird teilweise Biomasse verbrannt und die profitieren dann halt überdimensional von den Energiepreissteigerungen. Deswegen, also klar, du hast immer Wärme, bist unabhängig vom Gas, das ist richtig, aber was die Kosten angeht, meiner Meinung nach nicht ganz fair, weil die Ausgabenseite der Energieproduktion auf diesem Wege nicht teurer wurde. Großartig, vielleicht ein bisschen, aber nicht in dem Stil, wie es angepasst wird aktuell. Hier ist alles frisch gestrichen. Wir müssen echt aufpassen, dass wir nirgends hinkommen. Ausgleichsmasse ist auch neu drin. Habe ich eben gesehen, weil da waren Fliesen vorher. Und hier ist Streichputz drauf, das sieht richtig geil aus. Streichputz, abgeschliffene Holztüren und lackiert alles. So, jetzt habt ihr die Wohnung gesehen. Ist auf jeden Fall eine coole Wohnung. 1,5 Zimmer finde ich sehr, sehr geil. Ein Zimmer, wo die Küche extra ist, weil dann hat man eine sehr hohe Lebensqualität trotzdem noch, obwohl der Raum doch recht wenig ist. Und in der Lage hier, Waiblingen, wo wir uns gerade befinden, da sind noch so ein paar Weltmarktführer platziert. Stihl, die Kettensägen sind hier in der Nähe. Dann Kärcher, Hochdruckreiniger, AMG ist nicht weit und auch Stuttgart, Porsche, Mercedes und so weiter. Deswegen die Region hier, wenn es hier nicht mehr läuft, dann läuft es in ganz Deutschland nicht mehr.
aber das ist mittlerweile ja auch nicht mehr auszuschließen. Also Plan A war kaufen, renovieren, verkaufen. Ob das klappt oder nicht, wissen wir nicht. Probieren wir aus aktuell. Und der Plan B ist einfach die Vermietung. Beim Plan B der Vermietung, also Vermietung hat halt eine Sache, die ist richtig, richtig cool. Und zwar, das sind einfach wiederkehrende Einnahmen. Also beim Verkauf, Ding weg, erledigt, okay? Bei einer Vermietung hast du einfach, wenn es gut läuft, 5 Jahre, 10 Jahre oder vielleicht sogar 30 Jahre. Bei einem anderen Objekt, wo wir gekauft haben, haben wir einen Mietvertrag mitgekauft in einem Mehrfamilienhaus. Der wird jetzt dieses Jahr 50 Jahre alt. Das heißt, die Mieter wohnen seit 50 Jahren in der Wohnung und ab und zu wurde mal kleine Reparaturen gemacht, aber das Haus hat seinen Eigentümer gewechselt und so weiter, klar. Aber rein theoretisch zeigt das, wenn man einen Mieter hat und der gut ist, dann hast du deine Ruhe einfach. Du hast passives Einkommen, du kaufst ein Objekt, machst einmal was geil und vermietest es langfristig. Das ist ja auch der Ursprungsgedanke gewesen, weshalb ich angefangen habe, in Immobilien zu investieren. Dann kam irgendwann das Handelsgeschäft, weil es einfach gut gelaufen ist. Jetzt mittlerweile läuft es halt vielleicht nicht mehr, wer weiß. Wenn es läuft, kann man ab und zu mal etwas verkaufen. Wenn es nicht mehr läuft, dann vermietet man es halt einfach und hat dann eben langfristig Früchte zu tragen davon. Das Ding ist, einer hat gesagt, Vermietung macht deine Kinder reich, Handel macht dich reich. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da verfahren. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr nicht irgendwelche teuren Eigennutzerobjekte gerade flippt, weil wenn das der Fall ist, dann drücke ich euch ganz fest die Daumen, dass ihr einen Käufer findet. Weil bei den Wohnungen, wie eben gezeigt, gleichartig in allen Lagen, hast du immer den Vermietungscase, der richtig gut ist. Bei den Eigennutzerobjekten, die luxussaniert werden, wird es immer, immer schwerer, einen Käufer zu finden. Es ist nicht unmöglich. Ich kenne einige, die verkaufen trotzdem noch. Aber es wird immer, immer schwerer und man muss halt aufpassen, dass man halt irgendwie das dann erledigt, das Ganze. Wenn ihr aktuell irgendwelche Projekte habt, die vielleicht gut laufen, welche die stocken und ihr habt rausgefunden, welche Strategien am aktuellen Markt gut funktionieren, let me know in the comments below.